Ich möchte nun einmal zeigen, wie man Taschenrechner-Schriftdaten herunterladen und installieren kann. Zum Beispiel auf der Seite von Casio gibt es Fontsets für unterschiedliche Rechner, bei Texas Instruments auch. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Und die kann man hier runterladen. Das habe ich schon einmal gemacht. Und dann entpackt man diese Dateien und dann hat man hier eine TrueType-Schriftart. Und da kann ich raufklicken. Und da sehe ich dann, was ich alles zur Verfügung habe. Und das kann ich installieren. Wenn ich Draw schon offen habe, dann bietet sich das häufig an, dann nach dem Installieren das Draw nochmal neu zu öffnen, weil er dann häufig erst die Schriftarten erkannt hat. Und dann kann ich hier zum Beispiel ein Textfeld einfügen und dann hier was reinschreiben. TR vielleicht. So, und dann kann ich hier auch noch die Schriftart auswählen. Und das wird dann unter C bei Casio irgendwo sein. Hier. Und dann kann ich schauen. Häufig gibt es dann auch noch eine Datei, wo welcher Buchstabe zu finden ist. Wahrscheinlich ist das hier drin. Genau, hier ist eine Tastenbelegung. Da sehe ich dann, welche Tasten ich wo finde und kann dann auch dementsprechend Arbeitsblätter gestalten. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.